gibt was zu essen für die, die an diesen Plätzen sitzen, weil alle schafft man nicht. Ja, der Fisch, der schaut richtig echt aus, gell? Ist also nichts Gezüchtetes, der hat alle Flossen intakt. Und ich werde ihn jetzt tranchieren, aber nicht auf diese europäische oder skandinavische Art, wo der Fisch dann in der Mitte durchgeschnitten wird, sondern ich mache das auf Japanisch. Kann man das sehen? Fisch. Ja, ja. Und du machst? Environmental Science, also Umweltwissenschaften. Das passt ja ziemlich genau für die Faust aufs Auge. Und super Produkte. Und ich finde, im Biobereich, da kann man eigentlich nur diese ganze Kombination von Körper, Geist und Seele finden. Also magst du uns einen Wein von Manfred holen, bitte, zum Fisch? Dankeschön. Das ist das Schöne, die Bioszene ist so klein, dass man nur kurz zuruft, was man jetzt gerne bräuchte und schon. Dann läuft man die ganze Soße dann hier aus dem Fisch raus. Dann braucht man das Trocknis. Okay. Gut. Schön. Was Sie gerade piepsen hören haben, war ein Dampfgarer. Das ist das, was wir in fast allen unseren Küchen auch eingebaut haben. Laut man drauf? Oder? Also, wie gesagt, wenn Sie das selber kochen wollen, dann schauen Sie sich die Rezepte an bei diemöbelmacher.de/Rezepte, Weierblasch eingeben oder Seifling eingeben, dann findet die Suchmaschine die automatisch. Wenn Sie es nicht selber kochen wollen, gehen Sie zum Hans Kraus nach Weierblasch in Lindau, und zwar nicht am Bodensee, sondern an der tschechischen Grenze. Wenn Sie die Küche dazu brauchen, kommen Sie zu den Möbelmachern nach Untergrumbach. Wir sind direkt neben Herrn Struck. Wir bedanken uns bei Hans Kraus, bei seiner Tochter Andrea. Mit einem großen Applaus, bitte. Thank you.